kombinierte Mailback mit Storytime. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, ich repariere öfter mal Dinge oder muss Dinge testen. Und ja, wenn es um Grafik geht, ist das immer ein bisschen unpraktisch. Für mich heißt das meistens Monitor suchen, Monitor durch die Gegend schleifen, Monitor anschließen, hoffen, dass es funktioniert. Naja, alles doch so ein bisschen nervig. Ich hatte die ganze Zeit mal Ausschau gehalten. Ich hatte damals schon mal so einen kleinen 4 Zoll Miniaturmonitor mir geholt. Der hatte aber nur Composite und ist inzwischen auch hinüber. Also ich bräuchte was Neues. Bei AliExpress ist dann vor langer Zeit ein kleines Ding rausgekommen. Und das sieht hier so aus. Das hier, das ist ein Monitor, wie man unschwer erkennen kann. Und auf die Rückseite gucken. HDMI LCD V2. Das klingt nach HDMI und hier oben haben wir auch die HDMI Buchse. Kann man also an alles Moderne so ziemlich anklemmen und an der Seite habt ihr eventuell schon gesehen. Micro-USB als Stromversorgung. Perfekt, oder? Naja, da kommt dann Part 1 der Story. Ich habe das Ding bestellt, kam nicht an. Jo, nach ein paar Monaten dann den Händler nochmal gefragt, ob er dann doch mal was dagegen tun möchte, weil so lange braucht selbst unser Zoll nicht. Hat dann einen zweiten auf den Weg geschickt und was passiert? Jo, jetzt habe ich natürlich zwei davon. Grund zur Freude, oder? Na, nicht direkt. Ich bin dann nämlich erstmal hingegangen und habe das gemacht, was eigentlich vorgesehen ist. Und das wäre das Teil hier an einen Raspberry Pi. Ihr habt nämlich wahrscheinlich schon den schwarzen, diese schwarze Buchsenleiste gesehen. Die passt auf die Raspberry Pis hier drauf. Das heißt, ihr könnt so einen Raspi holen, könnt das hier irgendwie übereinander stecken. So geht das, genau. Und ja, übrig bleiben hier die beiden HDMIs. Und dafür ist auch was dabei, nämlich hier so ein U. Und damit können wir die beiden hier verbinden. So zumindest der Plan. Naja, ich habe das dann hier versucht reinzustecken. Das seht ihr schon, das ist alles ein bisschen Frickelarbeit. Ich werde es jetzt nicht weitermachen. Warum, zeige ich euch gleich. Gerade noch zur Erklärung, in dem Fall hier, wenn der Raspberry Pi drauf ist, erfolgt die Stromversorgung hier über den, diese I/O-Pins. Das heißt, ihr könnt ein Micro-USB-Kabel entweder hier oben am Monitor anschließen oder unten am Raspberry Pi, das ist egal. Ihr versorgt immer beides. Und kleiner Bonus, über diese GPIOs läuft auch noch ein Touchscreen. Da ist, glaube ich, sogar irgendwo noch ein Stift dabei gewesen. Das heißt, ihr könnt das Ding hier auch als Touchscreen benutzen. Warum jetzt meh und warum hier die Brücke nicht rein? Naja, ich hatte es versucht und rauskam kein Bild. Doof. Hab den zweiten versucht, rauskam kein Bild. Hab dann sehr rumgeflucht und am Ende den hier gesehen. Naja, wenn wir da mal näher ranschauen, dann seht ihr vielleicht, das sieht ein bisschen krumm aus. Hab die Rückseite aufgemacht und ja, alle Pins krumm im HDMI. Irgendwie, die HDMI-Buchsen sind so schwach, wenn man versucht, ein HDMI reinzustecken, dann fliegt alles auseinander. Ja, okay. Also, Ergebnis von der Sache. Jetzt habe ich zwei von diesen Monitoren, die beide kaputt sind. Toll. Nun gut. Ich habe dann als erste Amtshandlung mal wieder Ersatzteile besorgt. Der sieht hier so aus. HDMI-Buchsen zum Nachlöten. Yay! Am selben Wochenende, als das passiert ist, hatten wir auch hier den lokalen Linux-Treff. Da hatte ich dann auch die Story erzählt. Und ja, einer meinte, hey, die Dinger kenne ich. Davon habe ich auch einen daheim, der ist kaputt. Ja, selber Fehler? Nee, mechanischer Schaden. Und ja, der war dann so freundlich, hat mir das hier irgendwie vor die Tür gelegt und gemeint, jo, guck mal rein, ist ja nur mechanischer Schaden, die Board selber funktioniert noch, dann kannst du das ja noch benutzen, weil HDMI ist da noch drauf. Wie ihr sehen könnt, die Beschriftung ist bei beiden soweit gleich, aber was ich schon mal sagen kann, es ist eine andere HDMI-Buchse. Also wenn wir die mal übereinander legen, da sieht mir doch dem seine etwas stabiler aus. Ja, das kommt raus, wenn man das günstigste kauft. Außerdem, seins hat QC-Pest, meins nicht. Ha, jetzt wissen wir, wo der Fehler ist. Nun gut, genug davon. Die Sache ist, ihr seht hier, hier ist ein Flachbandkabel, bei mir auch. Wir können einfach die Display-Einheit auswechseln und dann sollten wir theoretisch den funktionierenden LC von hier mit dem funktionierenden Board von hier haben.
Und zumindest einen davon funktionsfähig. Den zweiten, naja, ich habe gehört, ich mache ein paar Lötübungen. Aber erstmal gucken wir mal, wie die denn aussehen, was denn dran ist. Denn hier, den hatte ich auch selber mir noch nicht groß angeguckt, den ich da bekommen habe. So, alles nochmal eingesteckt. Ich besorge mir mal gerade USB. Fangen wir mal mit dem an, den ich hier habe. Der ist ja, ja, vom Display her eigentlich noch okay. Den können wir mal hier mal einschalten. Hier hinten ist noch ein Backlight-On-Off-Switch. Den mache ich direkt mal auf On. Und dann Strom an. Und wir sehen, es blinkt einmal kurz. Je nachdem, wie ich es kippe, sieht man das Hintergrundlicht. Also das Display selber scheint zu funktionieren. Bleibt halt nur dunkel. Gut. Holen wir mal den anderen. Gucken, was qualmt. Backlight on. Yep. Und auch den stecken wir einmal ein. Ich sehe gerade, hier ist schon der Touchscreen abgeschnitten, wie es aussieht. So kann man es auch machen. Wie sieht der aus? Jo, ich glaube, der hat da so ein kleines Problem. Gut. Oder eher nicht gut. Dann würde ich sagen, ich mache einfach mal hier ein HDMI dran. Einfach normal per Kabel, das geht ja. Okay, es sieht nicht so aus, als ob alles auseinanderfliegt. Das ist gut. Und wo ist meine USB hin? Da. Okay, mein PC erkennt gar kein HDMI-Gerät. Wechseln wir mal die Displays. Probieren das Ganze nochmal, denn das war ja eigentlich so der ursprüngliche Plan, ne? Dann wollen wir mal. Das hier ist der Verbinder Richtung LC-Display. Der geht auf. Ich habe keine Ahnung, wie das fest ist. Muss ich ehrlich sein. Ah, da ist wohl so eine Art Schwamm dahinter. Das scheint dann wohl verklebt zu sein. Okay, eine Runde mechanische Überzeugungskraft später und das ganze Ding geht ab. Wir sehen, hier hinten ist ein großer Chip. Das dürfte wohl die komplette Ansteuerung dann am Ende sein. Na gut, mehr als kaputt geht nicht, also machen wir mal hier bei meinem das Display ab. Auch der hat leider hinten dahinter diesen Schaumstoff, der das Ganze festhält. Ich versuche den jetzt mal durchzuschneiden. Dadurch, dass ich das andere Board hier habe, weiß ich ungefähr, was da mich dahinter erwartet. Nämlich gar nichts. Außer in dem Bereich hier natürlich das Flachbandkabel und der eine IC. Das heißt, ich werde mal mein kleines Werkzeugmesser hier schnappen und versuchen, das auseinander zu bekommen. Ja, dabei versuchen, irgendwie meine Hände dran zu lassen. Okay, mit etwas Glück ist jetzt alles frei und ja, es geht ab. Wir haben nirgendwo reingeritzelt, das ist gut. Dann Flachbandkabel noch abmachen. So. Eine Display Unit, eine mit kaputten davon. Dann holen wir mal das ganze Board und operieren das hier wieder drauf. Mit etwas Glück kriegen wir dann Bild. Geben wir mal Strom drauf, gucken, was passiert. Das sieht gut aus. Wir haben einen komplett weißen Bildschirm. Jetzt noch einmal Chromecast. Kabel drin, Strom an und so rum. Nichts. Ah doch. Doch, ich sehe was. Das sieht so aus, als ob da ein Signal reinkommt. Es ist zwar ein Muster erkennbar, aber holen wir mal was anderes. Was haben wir noch hier? Den PC haben wir noch mit seinem Kabel. Nope, kein Device. Och man. Last Resort. Gucken wir mal, ob der Raspberry das was macht. Sieht nach Nein aus. Okay. So viel zu dem Thema. Hat wohl auch nicht funktioniert. Achtet mal aufs Display. Ich habe jetzt nochmal den Raspberry Pi dran mit einem Kabel. Und wenn ich den einstecke, Achtung, da ändert sich was auf dem Display. Also so ganz weg ist er nicht. Irgendwas tut sich da. Und das sieht irgendwie nach falscher Auflösung oder Bildfrequenz aus. Was die Konfiguration vom Raspberry Pi angeht, ja, anscheinend hat Adafruit so ähnliche Displays im Angebot. Und da können wir uns einfach hier bedienen. Die haben wie immer sehr gute Anleitungen. Wenn wir schauen, ja, das ist jetzt per USB dran, per HDMI dran, wird schon passen. Aber wir haben hier die Auflösung 800x480. Und auch nochmal die Info, does not have a video scaler. Das heißt also, wir müssen diese Auflösung rausgeben, sonst geht's nicht. Und wir haben hier eine fertige Config.txt. Die findet ihr in /boot
Beziehungsweise, wenn ihr die SD-Karte einlegt, ist das die FAT-Partition. Wenn wir schauen, hier müsste irgendwo eine config.txt sein. Die können wir im Texteditor der Wahl dann öffnen. Und dann können wir hier entsprechend die Einstellung machen. Wir haben einmal HDMI Force Hot Plug angeschaltet. Dann haben wir die HDMI Group auf 2 gesetzt. HDMI Mode auf 8.7. Hinzu kommen noch diese beiden Zeilen hier oder diese eine Zeile. HDMI CVT, das ist dieses 800x480 bei 60 Frames pro Sekunde oder 60 Hertz. Und HDMI Drive ist gestellt auf 1. Was sonst noch gemacht wird, die haben diesen Max USB Current, das ist für ältere Raspberry Pis, dass die entsprechend es erlauben, über USB, also den GPIO-Header, das Display zu betreiben, wenn es so als Shield draufgesteckt ist, sage ich mal. Was wir auch noch machen können, es gibt noch eine Seite zum Touchscreen. Wenn wir da aber gucken, die nutzen den AR1100 als USB-Gerät. Wir haben den XPT2046, ich schätze mal, der ist nicht identisch. Das heißt also, das können wir nicht benutzen, da müssen wir gleich nochmal suchen. Glücklicherweise gibt es da einen Eintrag von Master Mushi, okay, im Raspberry Pi Forum. Hier steht groß nochmal drin, in OS Jesse ist kein Treiber benötigt. Das heißt, wir müssen lediglich ein paar Einstellungen machen. Und zwar müssen wir in der Boot-Config, die wir ja schon offen haben, hier ein paar Einstellungen machen. Das aktiviert am Ende die I2C und SPI Sachen, die wir brauchen, um den hier anzusteuern. Den machen wir einfach hier rein. Und ja, das nächste wäre jetzt die Xorg-Conf anzupassen. Das geht nur mit einem Linux-Rechner oder wenn ihr im Raspberry Pi seid. Ich denke, das werde ich gleich im Raspi selber machen. Also speichern wir die config.txt, machen das zu und werfen hier Boot aus, dass auch alles sicher drauf ist. Writing data, please wait. Genau deswegen. It's now safe to remove. SD-Karte einmal rüber und dann sollte das gehen. Da würde ich sagen, schauen wir mal, ob der jetzt was sagt. Strom an und Trommelwirbel. Yay, das sieht gut aus. Wir haben einen Bootscreen. Wir haben zwar jetzt hier die Powerwarnleuchte an, aber okay, das ist gut möglich. Mal gucken, ob er jetzt auch hochfährt. Und das sieht auch gut aus. Wir haben schon mal einen Desktop, würde ich behaupten. Also die Richtung stimmt. Klappt schon der Touchscreen? Nein, an dem müssen wir noch arbeiten. Und dann kümmern wir uns erstmal um das Wichtigste. Wo ist mein Texteditor? Ja. So, Moment der Wahrheit. Ob der Touchscreen funktioniert, sehen wir dann jetzt. Ich habe die Module geladen und habe hier den Stift. Das ist jetzt Originalkalibrierung und das sieht gut aus. Ja, also von der Kamera aus ist es natürlich ein bisschen daneben. Die guckt von der Seite, aber wenn ich von oben gucke, ist es ein bisschen nach unten, würde ich sagen. Aber ich glaube, das kann man auch noch kalibrieren irgendwie. Oh, hier oben geht gar nichts. Okay. Ich kann nicht in die Leiste oben reinklicken. Die ist zu hoch. Der Rand geht also nicht. Ja, wir haben etwa 5 mm, würde ich schätzen, so am Rand, wo im Moment tot ist. Dann holen wir mal X-Input underscore Calibrator. Touchscreen Calibration. Ach ja, okay. Jetzt kriegen wir hier eine fertige XOR-Config raus. Hier sieht man mal gar nichts. Die dann entsprechend die Werte hat. Ich hau das mal ins XORG rein und schauen wir gleich nochmal, ob es dann genauer ist. So, versuchen wir das nochmal und das sieht schon mal... Nö. Hat immer noch das Problem, dass wir an der Seite ziemlich viel Luft haben. Naja, wir wissen jetzt also schon mal, dass das Ding zumindest theoretisch funktioniert. Ich meine, der Bildschirm ist da, der Touchscreen funktioniert und das mit dem daneben hauen, das ist eher eine Software-Kalibrierungssache. Ich meine, wir können ja gerade mal warten, bis das die GUI wieder da ist. Okay, streichen wir das. Die SD-Karte hat sich mal wieder zerlegt. Dieses wunderbare Problem hier des Raspberry Pis. Aber ich denke, eben hat man es gesehen, wenn ich hier oben getippt habe. Dann ist der Cursor immer noch rechts, links ein bisschen gegangen. Das heißt also, es ist wirklich nur eine Offset-Kalibrierung, die hier notwendig ist. Ich lasse es jetzt erstmal so. Für mich reicht das, wenn ich in der Mitte tippen kann. Ich werde es ohnehin eher für Finger benutzen. Und mein Finger, der ist dann egal, dass der nicht ganz bis zum Rand funktioniert.
Gut, wir haben aber noch einen. Das hier ist ja jetzt der mit der Originalbrücke, den ich auf das Spenderboard da gesetzt habe. Ich habe ja noch den mit dem selbstgebastelten HDMI. Klemmen wir den mal dran, gucken, ob der auch funktioniert. Ja, ein Bildschirm läuft, einer muss noch. Und ja, glücklicherweise habe ich dann jetzt ja mehr oder weniger zwei Boards, wo ich mich probieren kann. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir, ob wir die Buchse rauskriegen. Schnappen uns unsere Ersatzteile, wo immer ich sie gerade hingelegt habe. Und dann schauen wir mal, in der Hoffnung, dass es dasselbe Footprint ist, also dass die ganzen Beinchen an der richtigen Stelle auch liegen, dass wir das einfach so wechseln können. Das hier ist das mit dem Display, das lege ich erstmal auf Seite und das, wo wir runtergebaut haben, da probieren wir dann mal hier die Buchse abzubekommen. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Die Pads sind alle noch dran. Die Löcher sehen auch noch okay aus. Also ich denke, da können wir dann was Neues draufbauen. Holen wir mal unsere Ersatzbuchsen hier raus. Ist das überhaupt HDMI? Das ist nicht HDMI. F-Wort. Okay, ich glaube, das Thema hat sich schon von selber erledigt. Ja, das ist kein HDMI, das ist Mini oder Micro-HDMI. Das passt so nicht. Okay. Nur gut, einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Ich habe nochmal in meiner Schrottkiste gesucht und habe dieses wunderbare Board hier gefunden. Das ist ein Fernsehdings und da sind diverse HDMI-Buchsen drauf. Die passen jetzt natürlich eher weniger. Da ist noch eine HDMI-Buchse. Die könnte passen. Mit etwas Glück. Mit sehr viel Glück könnte ich die eventuell hier runterkriegen und dann drüben wiederverwerten. Die sieht mir vom Pinout ähnlich aus. Ja. Erster Blick ins Innere, ja, die Kontakte sehen noch okay aus. Und wie sieht es hinten aus? Ja, doch. Auch die Kontakte sind alle noch da. Andere Seite. Ja, ist zwar ein bisschen hier oben geschmolzen. Wenn wir gucken, hier und hier, wo auch immer man hier ist, da. Aber die Pins scheinen alle noch okay zu sein. Schauen wir mal, ob wir das vom Footprint her draufkriegen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So ganz funktioniert das nicht, aber ich hoffe mal hier so schräg kriegen wir das fest genug. Pi mal Daumen. Ein bisschen weiter nach rechts müssten wir. Ich schätze mal, mit Heißluft brauche ich da nicht zu probieren. Denn die liegen doch teilweise ziemlich hoch. Da müssen wir wohl oder übel mit Lötzinn auffüllen. Okay, bisschen aufräumen später. Das sieht halbwegs brückenfrei aus. Würde ich sagen, machen wir mal einen drauf, gucken, ob es reicht. Ich denke mal, sie haben alle Kontakt. Mit etwas Glück haben wir dann ein zweites Board. Ja, übereinander stecken ist jetzt natürlich mit meiner wunderbar schiefen Konstruktion hier nicht mehr drin. Aber holen wir einfach mal nochmal das HDMI-Kabel, stecken das ein, gucken, was passiert. Und gut, dass ich nochmal geguckt habe, bevor ich reingesteckt habe. Ich habe nämlich hier mir ein HDMI-Kabel geholt und wenn wir da ins Innere gucken, da sehen wir nichts. Oh, ich denke, hier kann man es sehen, wenn wir da reingucken. Yay, verbogene Pins. Das ist jetzt, glaube ich, das sechste Mal diese Woche, dass mir irgendwie ein kaputter HDMI-Stecker oder eine kaputte HDMI-Buchse vor der Nase ist. Ich glaube, das ist das am fehleranfälligsten Stecksystem weltweit. Ich kann nur hoffen, dass hier dieses HDMI zeitnah auf den Haufen der Geschichte kommt und irgendein vernünftiges Stecksystem da mal eingeführt wird. Also wirklich, die Dinger, die gehen nur kaputt. Raspberry Pi ein und yay! Wir haben ein Bild. Offensichtlich hat es funktioniert. Ja, der Touchscreen ist so natürlich nur noch mäßig nutzbar, weil ich das Ding halt nicht Huckepack machen kann, weil diese Buchse nicht anliegt. Ich könnte jetzt natürlich versuchen und die HDMI-Buchse irgendwie die Beinchen, die da unten noch dran sind, diese Befestigungslaschen da wegzuschleifen.
Also zum einen natürlich hier oben dieses Teil, aber auch hier unten, da haben wir ja, können wir das hochheben, auf der Unterseite diese Beinchen, die momentan vom Board noch wegstehen. Ich denke, man kann sie erkennen. Und ja, die könnte ich theoretisch noch irgendwie abschneiden, schleifen, wie auch immer, sodass die Buchse gerade kommt. Dann könnte das mit dem Huckepack funktionieren, aber ich denke, ich lasse es jetzt erstmal so. Das Touchscreen Controller Interface, das ist ja hinten auf dieser Buchse drauf, die wir hier unter dem Flachbandkabel irgendwo versteckt haben. Und das schien ja irgendwie SPI oder sowas zu sein, also es dürften nicht allzu viele Pins sein. Im Zweifelsfall kann ich da auch mit einfachen Kabeln mir die Brücken dann passend bauen. Der Bildschirm selber funktioniert auf jeden Fall wieder und ja, ich würde mal sagen, Reparatur fast gelungen. Also zumindest technisch geht's. Wenn wir schon hier haben, nehmen wir noch den kaputten Bildschirm hier auseinander. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht, dass man die noch ein bisschen recyceln kann. Ich hoffe mal, das geht hier auch. Kein Wunder, dass das nicht mehr geht. Kann man sehen? Das hier war nicht von mir. Das ist unten, wo das Flachbandkabel ist, komplett einmal rumgeknickt. Also da ist keine Verbindung mehr zum Display. Da kann auch nichts mehr flackern. Na gut, ja, den hier, den können wir jetzt wieder zumachen. Jetzt haben wir hier wieder eine schöne kleine Panellampe. Yay! Gucken wir jetzt erstmal, ob hier unsere DIY-Lampe funktioniert. Und oh Wunder, natürlich tut sie das. Yay, wir haben Licht. Geht sogar noch. Nicht allzu viel, man sieht ein bisschen Licht hier unten, dass hier ein Lichthof ist. Also hier unten werden die LEDs sitzen. Da ist es etwas heller als da, aber es geht. Man kann damit Licht machen. Muss nur noch das Display hier, was kaputt ist, aboperieren. War mir hier unser wunderbares Flatflex. Okay, die linken beiden Pins scheinen die einzigen zu sein, die irgendetwas mit dem Licht zu tun haben. Dann machen wir einfach mal die böse Variante. Nehmen hier unser Spezialwerkzeug namens Schere und schnippeln hier einfach mal durch. What could possibly go wrong? So, zack. Das ist weg und jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, das LC-Display selber, was ja gebrochen ist, hier rauszuholen. Das hieße für mich, wenn ich das jetzt einstecke, müssten wir unsere Lampe haben, die ich wollte. Und dann testen wir das doch direkt mal. Wir haben hier an der Seite ja unser USB noch dran. Ich habe den jetzt wieder auf eins von diesen Boards gesetzt, was ja kaputt war. Kaputte HDMI-Buchse. Theoretisch, wenn wir jetzt einstecken, yay, wir haben eine Lampe. Und das Praktische, an der Rückseite ist ja noch ein Schalter. Das heißt, wir haben jetzt eine wunderbare tragbare Lampe mit Schalter und USB-Anschluss. Hat der Monitor doch noch irgendwie ein zweites Leben bekommen als sinnvolle Tätigkeit. Also, yay or nay für diese Bildschirme. Naja, also das Modell, was ich mir gekauft habe, definitives Nay, weil die HDMI-Buchsen halt wirklich ja, von einer so mangelhaften Qualität sind, dass sie direkt beim ersten Einstecken auseinandergefallen sind. Das muss nicht sein. Wenn ihr Glück habt und kriegt eins, was eine gute HDMI-Buchse hat, also zum Beispiel das, was ich hier von meinem Bekannten bekommen habe, die HDMI-Buchse, die sieht ja ganz gut aus, dann kann es ganz brauchbar sein. Denn ihr habt gesehen, als Bildschirm am Raspberry Pi ist es ganz toll und ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr das hier irgendwo an die Wand macht, so als Bedienpanel für eine Haussteuerung oder irgendwas, was ihr euch gebastelt habt, das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, ich hatte zwar jetzt noch Probleme mit dem Touchscreen wegen der Kalibrierung, aber ich bin mir sicher, wenn man da ein bisschen mehr Zeit investiert, die richtigen Libraries sucht und die richtigen Kalibrierprogramme sucht, dann kriegt man auch den Rand noch vernünftig hin und dann passt das auch alles. Aber für meinen Zweck, wofür ich es eigentlich wollte, na, da ist es nicht so wirklich berauschend. Denn eigentlich wollte ich mir die hier ja nehmen als mobiles HDMI-Display. Und ja, an der Stelle fällt dem Ding die eigene Technik auf die Füße, denn ja, hier ist, wie wir eben gehört haben, kein Scaler drauf. Das ist natürlich extrem schade, das heißt nämlich, wir müssen diese 800x480 Pixel wirklich 1:1 einspeisen, sonst kann er das nicht darstellen. Wäre ein Scaler drauf gewesen, dass er irgendwie 1080p oder 720p Eingang akzeptieren würde und das einfach auf den Bildschirm runterskaliert,
dann wäre es für mich perfekt gewesen, weil hey, ich habe HDMI, ich habe USB. Das Ding kann ich irgendwo mitholen mit einer USB-Powerbank und kann unterwegs zum Beispiel DVD-Player testen oder irgendwelche anderen Sachen. Wie ihr eventuell wisst, ich bin im Reparaturcafé, da kommt schon mal so Zeug rein und jedes Mal muss ich dann sagen, ja, ich habe es jetzt mal so weit gemacht, wie ich denke, dass es funktionieren dürfte, aber testen kann ich nicht, weil wir haben halt keinen Fernseher hier. Ich meine, klar, man kann sich irgendwie einen Fernseher besorgen oder einen Beamer, aber der muss dann halt auch immer von A nach B getragen werden und ja, das hier wäre praktischer gewesen. Dafür leider, wie gesagt, nicht brauchbar. Ich werde mir jetzt den einen, der hier ganz in Ordnung ist, auf jeden Fall mal auf einem Raspberry Pi draufbauen. Ist ja auch vor allen Dingen der kurze Header, das heißt, ich kann es auch auf den alten verwenden. Das ist auch noch ganz praktisch. Werde mir da mal so ein Bedienpanel bauen, eventuell für so einen Dokumentenscanner und mein Archivsystem. Da könnte ich mir das ganz gut vorstellen, eventuell auch Haussteuerung, mal schauen. Und der zweite, ja, ich lege es mal in die Kiste. Ich habe jetzt keine allzu große Lust, hier diese HDMI-Buchse zu reparieren, deswegen werde ich das erstmal so lassen, wie es jetzt ist. Ja, das Spenderboard, das seht ihr hier hinten gerade, das macht nämlich gerade das Licht, weil ich zu faul bin, meine richtige Lampe zu suchen. Also, ja, auch das hat noch ein zweites Leben hier bekommen. Und ja, das andere, wie gesagt, kommt dann demnächst dran und tut dann, denke ich, da, was es soll.